Vier gestandene Junggesellen haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt und versucht im Rahmen eines Castings, das Herz von Langzeitsingle Gitta Sachs zu erobern. Diese sucht jetzt ganz offiziell über eine Partneragentur den Mann fürs Leben und hat große Erwartungen. Es muss halt einfach Klick machen. Also nicht, dass ich jetzt sage, es muss die Liebe auf den ersten Blick werden, weil Liebe muss ja auch wachsen, aber es muss einfach so ein Reiz auf den ersten Blick sein, ja? Also so ein Kribbeln, wo man sagt, da hat man vielleicht schon Schmetterlinge im Bauch oder da ist jetzt irgendeine Aussage oder irgendein Blick von dem oder die Hand, wie er sie bewegt. Manchmal sind es ja Kleinigkeiten, die einen irgendwie faszinieren und wo man nochmal gern nachschauen möchte. Ja, was ist da noch? Für mich eigentlich wichtig ist, dass sie für mich dann auch diesen Treffen oder Rendezvous, wie man auch sagt, einmal eine Richtlinie vorgibt, was ihr am besten gefallen hat oder was für Typen. Und auf dieser Basis oder Ebene kann man dann auch praktisch auch weiter arbeiten. Mein Geschmack ist doch sehr vielschichtig. Also das ist vom Typ Lenny Kravitz zu Typ Brad Pitt oder George Clooney. Bradley Cooper finde ich auch total sexy. I don't know what you heard about me. Womit die Männer überzeugen wollen? Ich habe persönlich so den Eindruck, dass sie auch auf der Suche ist nach jemandem, der in ihrer kargen Freizeit, denke ich einmal, weil sie sehr viel unterwegs ist, doch jemanden sucht, der mit ihr gemeinsame Interessen hat, gemeinsame Hobbys. Ja, da habe ich meine Strategie zurechtgelegt. Ich kann ganz gut Skifahren. Das heißt, untertags vielleicht, wenn es weit kommen würde, Skifahren. Dann, ich bin Tänzer, dann eine Runde tanzen und am Abend einkochen. Sie sagt ja in ihrem Buch, junge Männer sind ein Jungbrunnen. Da bin ich. It's now or never, es ist eben jetzt oder nie. Und werden wir sehen, wie es ankommt. It's now or never, come hold me tight. Kiss me, my darling. Und so wurde gesungen, vorgeführt, das Tanzbein geschwungen und geflirtet. Klick gemacht hat's dann bei Gitta, aber doch nicht. Da war ein Kandidat dabei, der war echt cool, weil der so toll gesteppt hat. Also das fand ich einfach, weil er das in so einer lässigen, souveränen Art gemacht hat. Das fand ich ziemlich cool. Da trinken wir mal vielleicht ein Bierchen zusammen, also in Freundschaft. Ich glaube jetzt nicht, dass sich daraus mehr entwickelt. Und ich möchte an Herrn Dreichel und seine Mitarbeiter auch ein bisschen fordern. Die sollen jetzt ruhig mal noch ein bisschen was ankarren. Also jeder, der Interesse hat, kann sich gerne an die Peter Dreichel Agentur wenden. Das ist alles offiziell und absolut seriös und das war mir jetzt halt auch sehr wichtig.